Löwenzahn und Co. sprießen vielerorts aus der Pflasterung von öffentlichen Gehwegen und Plätzen. Die Beseitigung von Wildkräutern, früher durfte man sie noch Unkraut nennen, ist ein großes Thema im Bereich der Kommunal- und Umwelttechnik. Auf der Nordbau wird ein neuartiges System vorgestellt, das der pflanzlichen Plage mit heißer Luft begegnet. In Kiel wurde bisher überwiegend die Wildkrautbürste angewendet. Natürlich auch über Handverfahren, also noch immer mit dem Hacker und Striegel und vor allen Dingen auch mit der Motorsense. Also man muss mit weniger Personal die gleichen Flächen oder mehr Flächen pflegen. Und da kommt man mit der alten Technik dann eben nicht mehr aus. Das Zacho-Gerät wird betrieben mit normalem Propangas. Wir haben einen Motor, Benzin oder Gas getrieben, mit dem wir eine Turbine antreiben, die einen Überdruck erzeugt und in eine Brennkammer gibt. In dieser Brennkammer wird Propangas eingespeist und über eine Zündkerze erhitzt, sodass wir eine Temperatur von ca. 800 Grad erreichen. Diese Temperatur, diese Luft wird über einen Prallteller in einen vorgefertigten Verteiler geführt, wo wir diese Luft auf den Boden um die Pflanze herumbringen. Das Besondere an diesem System ist, dass wir hier mit Überdruck arbeiten und eben die Hitze komplett auf die Pflanze übertragen. Nach dem ersten Einsatz war die Stadt nicht so begeistert. Waren sie eigentlich eher enttäuscht. Das ist aber eine ganz typische Reaktion, weil bei Heißluft oder bei anderen thermischen Verfahren wird durch die Wärme oftmals auch erst das Wachstum angeregt. Das heißt, wir haben zu Anfang sogar noch einen Mehraufwuchs. Und erst über die Zeit, über die Regelmäßigkeit, verändert sich der Unkrautdruck auf den Platzflächen. Genau das ist jetzt auch eingetreten. Die Stadt hat jetzt den vierten Durchlauf. Und es ist eindeutig zu sehen, dass der Unkrautdruck auf den Platz- und Wegeflächen geringer wird. Die haben auch von der Bevölkerung Zuspruch bekommen. Die haben gesagt, dass man sieht es ja, das was passiert. Das sieht ja eindeutig besser aus als vorher. Und das ist natürlich auch eine Bestätigung dann, dass man jetzt eben dann auch weitermacht damit und dass man diese, ganz wichtig, eben diese Regelmäßigkeit, dass man die anwendet, dass das durchgeführt wird. Bauforum 24 TV. Construction in Motion.